So, weiter geht es bei Detroit Become Human. Also eine sehr bewegende und ergreifende Geschichte, muss ich sagen. Also man weiß schon gar nicht mehr, auf welcher Seite man stehen soll. Auf der Seite der Androiden, auf der Seite der Menschen. Beide haben ihre Licht- und Schattenseiten. Beide fangen an, also die Menschen waren schon Lobbyisten, haben nur an sich gedacht. Die Androiden wollen jetzt ihre Freiheit haben. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wenn ich jetzt sehe, was hier alles noch für Verknüpfungen offen sind, jede Geschichte endet irgendwie anders. Das finde ich so geil an dem Spiel. Und das Spiel ist auch sehr emotional. Also, gucken wir mal, wie es weitergeht. Er lebt noch? Wurde er erschossen? Oder hat das nur der Lieutenant geträumt? Das wäre ein Traum, weil ich weiß nicht, ich mag den Charakter irgendwie hier. Ich würde das schade finden, wenn das so enden würde, dass er erschossen wurde. Ah, sie sitzt da am Boot, okay. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. S, ja. Manchmal sind Tastenkombinationen ein bisschen merkwürdig, aber kriegen wir hin. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich, weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich habe Schwierigkeiten mit Lieutenant Anderson. Er ist instabil. Sogar feindselig. Gestern hat er mir in den Kopf geschossen. Ach, das hat er überlebt? Das ist ja faszinierend. Die einen Androiden sterben durch einen Bauchschuss. Verloren. Und er lebt, überlebt verloren durch einen Kopfschuss? Hm. Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Ich hoffe, sie gibt uns die. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Aber gut, dass wir einen Charakter wieder haben. Haha. Da freue ich mich ja. Warum haben Sie mich gestern erschossen? Wen kümmert's? Du bist wieder da, oder nicht? Es gehen Speicherfragmente verloren, wenn ich zerstört werde. Das verlangsamt die Untersuchung. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschießen. Nur das ist aber ein nettes Danke, Versprechen. Mein gut, dass das kein menschlicher Partner war. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Okay, dann machen wir mal. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht. Zwischenfall wurde aufgezeichnet.
Hör dir das Briefing an. Möglicher Komplize, überprüfe die Kameraaufzeichnung. Einer der Mitarbeiter. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden, hm? Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Alter. Was für ein mieses Arschloch. Aber vielleicht ist ich das bin ja... in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Vielleicht ist das ja für Hank auch mal ganz gut. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Blaue Iris, Ersatzteil. Abweichler hat Komplizen. Krass, dass er das so erkennt. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Der sagt aber auch nicht die Wahrheit. Könnt ihr sagen, dass er aus verschiedenen Ersatzteilen besteht? Ich glaube, hier hinten sind nur Hinweise. Hier ist noch einer. Überwachungskamera. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Dann fragen wir die mal. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig.
Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Sehr interessant. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Gut, das ist doch mal eine geile Strategie. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Ziemlich harte Worte. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Alter! Was? Aber ich habe mich doch gewehrt, oder nicht? Ich will nichts machen. Ah, doch, da. Da unten kann ich gucken, aber da ist nichts. Da kann ich auch nichts machen. Alter, ich bin gleich richtig am Arsch. Warum konnte ich mich denn gegen den nicht zur Wehr setzen? Ich habe doch die richtige Taste gedrückt. Hank! Hank, ich brauche Hilfe! Connor! Halt durch, Junge! Halt durch, halt durch! Wir retten dich! Halt durch! Hier! Abweichler! Komm schon! Hier. Da war ein Abweichler! Oh. Connor! Connor. Nein. Krass. Jetzt scheint sich eine Beziehung zwischen den beiden aufgebaut zu haben. Connor hat sich abgeschaltet. Okay. Wollen wir mal fortfahren? Oh, das ist mal eine schöne Landschaft da. Luftneutral.
Hole Hilfe, untersuche den Hinterhof. Okay. Machen wir das mal. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Oh, komm schon. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Aber krass, dass Sie Ihre Haut so entfernen können. Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Er scheint ja nicht so begeistert zu sein. Können wir ihm vertrauen? Wir haben keine Wahl. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ging's denn rein hier rechts, ne? Ja. Folge nach drinnen, achso. Sind die denn lang gegangen? Warum habe ich den nicht gesehen? Da sind die reingegangen, okay. Hey, warum gehst du denn da nicht ran? So. Tür auf und dann mal folgen. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Oh, die friert ja richtig, die Kleine. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Oh, das ist gut. Kann sich endlich mal ausruhen, da ist es warm, da kannst du schön was essen. Das ist doch schon mal gut. Ich finde es auch gut, dass sie nicht einfach, dass sie mitgeht. Und den Typen da nicht ganz alleine mit Alice lässt. Huch, na, geh doch rein. Kümmer dich um Alice. Okay. Bring Alice ins Bett, machen wir doch. Oh, ich kenne das auch noch, wenn man so richtig durchgefroren war im Winter und war froh, wenn man dann in so ein warmes Bett konnte. Oder eine warme Badewanne. Richtig durchgefroren war. Aber Alice guckt schon wieder so traurig. Na ja, okay, ist ja auch krank. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber da sieht man wieder, Kinder stellen die richtigen Fragen. Ich weiß nicht, was du die richtige magst, Frage. Aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Oh, da bist lecker. Du schnell wieder auf dem Damm.
Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Ja, letztes Mal hat ja Alice recht gehabt. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Also, dass man nicht vertrauen kann und ich hoffe, dass sie diesmal nicht recht hat. Also, dass die hier wirklich gut sind. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Mich wundert, dass hier unser Androide so viel Energie hat, dass sie nicht irgendwie mal Energie tanken muss oder so. Oh, cool, da steht ja noch ein Weihnachtsbaum, den gucken wir uns mal an. Ist ja cool. Sieht auf jeden Fall schön aus. Das hat alles so was Märchenhaftes jetzt hier. So. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste. Ist irgendetwas mit mir passiert? Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Die Rose scheint ja in Ordnung zu sein, aber ihren Sohn traue ich Rose, noch nicht so richtig. Oh, schauen wir mal, was los ist. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Krass. Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde.
Sehr tapfer, die Alice. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Oh, sie hatte auch wieder Emotionen, das ist gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Sie, ich hab doch gesagt, mit dem Sohn stimmt irgendwas nicht. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Nee. Knast. Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das. Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Mann, ey. Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Alter, wenn der uns hier anscheißt, ne? Dann gibt's aber Backenfutter. Ignorier ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Ja, aber deswegen muss er ja nicht zum Arschloch mutieren. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Ja, herzensgute Frau, die Rose. Nee, lesen will ich da nichts. Adams Vater. Ja, aber das ist doch nicht nur ein Kuh, sondern... Das sah so aus, als wenn man da was machen kann. Rede mit Adam. Okay. Ich hoffe, wir können ihn ein bisschen beruhigen. Ich verstehe, dass du wütend bist. Wir wollen keine Probleme machen, wir wollen nur über die Grenze. Wie, mehr kommt da nicht? Oh. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Kümmere dich um die Polizisten. Wir wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das... Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Der Regel keinen Verdacht, finde einen Beweis. Bin noch nicht Abweichler. Sonst noch jemand im Haus? Das... Nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Ich hoffe, er glaubt uns. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Scheiße! Keine Bewegung! Nein, Luther! Oh shit. Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Oh Mann. Auch so ein feiner Kerl, ey. Luther! Da gibt's echt so viel Opfer in dem Spiel. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Heftig, heftig. Mann, ey. Luther ist gestorben, als er den Polizisten tötete. Das ist echt übel, ey. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dahin und danke fürs Zuschauen.